So, ich muss immer F9 drücken, das ist immer Start und Stopp, die Aufnahmen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Schwitzig Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es ist wirklich, ich will nicht sagen unbarmherzig das Wetter, aber es ist jetzt schon fast nicht mehr so richtig normal, was sich hier gerade so abspielt. Und wenn ich immer auf meine Wetter-App gucke, dann freue ich mich immer, ja, 3 Tage Regen am Wochenende und dann wird es immer zum Wochenende hin immer weniger. Und hier ist so eine Region, da tröpfelt es dann eh nur fast noch ab. Es zieht immer schön rum hier, es ist immer schön dunkel, aber mehr tut sich leider nicht. Aber hier hat sich was getan bei Clash of Clans. Wir sind nämlich in der Clanstadt mittlerweile Level 7. Wir haben jetzt alle Bezirke uns freigespielt und ich meine, Supercell hat ja noch Luft, wenn ich mir hier so ein bisschen den Berg angucke. Ja, da passen noch so ein paar Bezirke rein. Gar keine Frage. Aber das, wo ich jetzt nicht mitgerechnet habe, ist, dass die Clanstadt, also das, ich nenne es mal das Hauptdorf, auch noch upgradebar ist auf Level 8. Aber wir haben uns die Distrikte jetzt erstmal freigeschaltet. Nur, wir wollen ja auch mehr Truppen haben und das geht nur, wenn man hier das Upgrade bringt, aber wir müssen das Distrikt-Dingen hier auf ein Level heben, das heißt also 150.000. Ich glaube, ich muss da mal eine Mail lostreten, dass alle erstmal nur noch hier ihre Punkte reinballern, damit wir die Army-Camps ausbauen können, um halt mehr Truppen zu haben. Ja, das ist das Erste. Also Sommer, Sonne, Sonnenschein, Clanstadt. Und wir haben auch wieder ein bisschen CK gespielt. Was heißt die Tage? Wir sind erstmal gegen die FAM-Krieger dran. Ja, ich meine, wenn wir suchen, dann suchen viele andere deutsche Clans auch. Also ich würde fast sagen, wenn wir von 5 Tagen oder sagen wir mal so von 7 Tagen suchen, dann haben wir meistens bestimmt Minimum 1 bis 2 deutsche Gegner dabei. Das liegt dann halt so ein bisschen an der Suche. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal in den vorherigen Clankrieg rein, Classic. Ihr seht, bei uns ist immer so ein bisschen grün, rot, grün, rot, grün, rot, 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 rot. Und hält sich so ein bisschen die Waage. Manchmal muss man auch nur Sachen androhen. Ne? Manchmal muss man nur Sachen androhen, denn Max hat angedroht, wer nicht angreift, fliegt. So kann man es natürlich auch machen. Wer nicht angreift, fliegt. Und das haben sich ja alle bis auf der Arik 2 zu Herzen genommen. Und haben hier ihre Angriffe gemacht. Wir gucken einfach mal rein. Ich habe auch noch nicht alle gesehen, muss ich dazu sagen. Und obwohl der Petzko hier geschrieben hatte im Chat, alles außenrum, ist er dann doch irgendwie in die Mitte gekommen. Jo. So, wir gucken mal rein. Ich kann auch ein bisschen nach vorne gucken, denn da läuft ja eigentlich meine Aufnahme. Da muss ich immer nach unten gucken, aufs Tabby. Das kann ich ja auch bewegen, ohne dass ich mal das Tablet anschaue. Tablet anschauen, ne? Mann. Wenn man mal tiefer darüber nachdenkt, wie verkommen man in diesen digitalen Medien ist. Ich meine, ich merke das ja selber, mein halbes Leben kann ich über mein Handy steuern, will ich mal fast so sagen. Egal, ob das hier was zu Hause ist oder ob das das Auto ist oder was auch immer. Du kannst irgendwie alles mit dem Ding machen. Und kannst natürlich auch Clash of Clans spielen, gar keine Frage. Habe ich jetzt auch wieder gemacht. Ist mir manchmal dann ein bisschen zu klein am Handy, aber gerade wenn ich draußen bin, habe ich das Tablet nicht immer draußen. Und oder es ist halt in Fremdbenutzung. Ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, dass bei mir auf dem Tablet, obwohl man das ja gar nicht sieht, aber der Basti nimmt sich das ja jetzt häufiger zum Brawl Stars spielen. Und jemand hatte mir auch in die Kommentare geschrieben, es würde mal wieder schön sein, wenn ich Brawl Stars spiele. Also mein Account habe ich noch, ich muss mir keinen neuen Account erstellen. Er hat sogar knapp 4.800 Pokale, glaube ich, oder Trophäen, je nachdem wie es da heißt. Und deswegen glaube ich, ja, könnte ich es mal spielen, aber ich glaube, ihr wollt das hier auf meinem Kanal nicht wirklich sehen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dann müsste ich mal ein bisschen üben. Ich kann es wirklich so gar nicht. Auch wenn ich neue Brawler habe oder die freigespielten Brawler habe, die habe ich noch nie richtig gespielt. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber war aber auch ein ganz schön knapper Angriff hier, ne? War aber auch ganz schön knapp der Angriff. Ich habe wieder schön dippen können am Ende, sodass das hier ein schöner Sieg wurde. Und wir gucken nochmal. Lord Arek hat den hier gemacht.
Die Nummer 5, also, oh, das ist aber schon ein Dip, okay. Naja, dann ist es halt ein Dip, ne? Dann ist es halt ein Dip, aber wir hatten, also ich hatte mal wieder so ein Ziel. Denn mein Ziel war, dass ich mal wieder ein Sui Lalo spiele. Mit dem 13er ist es mir diesmal nicht geglückt, aber mit dem 14er habe ich immerhin mit dem Sui Lalo dippen können. Und gucken wir uns gleich auch an. Denn ich hatte so ein bisschen so Probleme, gerade mit diesen Boxen hier im Moment, dass meine Truppen da immer schön rumlaufen und hier nie richtig reingehen. Aber der Arek hier mit seiner, ja, eigentlich, kann der Arek eigentlich auch was anderes spielen als Bola? Ich glaube, der war heilfroh, als diese Truppe in dieses Spiel kam. Die Super Bola sind aber auch wirklich stark. Und je nachdem, weiß ich manchmal nicht, spielt man, wenn man Super Bowler spielt, spielt man immer mit einem Warden Walk oder kann man eigentlich auch mit einem Queen Walk spielen? Ich meine, da scheiden sich so ein bisschen, finde ich, die Geister. Viele spielen dort einen Warden Walk, müssen dann aber zusehen, dass der Warden auch mit den Truppen reingeht. Und auch hier seht ihr, das bleibt erstmal unten der Multi-Inferno stehen und der Adler lebt unheimlich lange, aber schön gesetzte Sprungzauber hier, wie ich finde, und noch reichlich Truppen am Start, da kann dann auch der Multi-Inferno hier unten ruhig auf die Bowler ballern. So viel Leben nehmen die jetzt nicht, die haben ja schon eine ganze Menge an Trefferpunkten. Also schönes Ding hier, Sommer, Sonne, Sonnenschein will ich nicht sagen, echt extreme Hitze. Ja, extreme Hitze kann man jetzt auch schon nicht mehr sagen. Es ist ja die ganze Zeit gefühlt irgendwo warm. Aber immerhin kühlt sich es ein bisschen in der Nacht ab, ne? Immerhin so ein bisschen. Aber hier ist es nicht hitzig im Moment. Also bei uns im Clan ist ganz chillig hier. Wir sind fast voll. 49 von 50. Allerdings werden wieder so 2-3 gegangen werden müssen. Weil es gibt hier so ultra inaktive. Das gucke ich mir aber an, kurz bevor die Clan-Spiele auslaufen, wer da nochmal teilgenommen hat. Und es kann ja sein, dass ich einen erwische beim Rauskicken, der vielleicht im Moment nur keine Clankriege spielt, aber auch bei den Clanspielen zum Beispiel mitgemacht hat. Kann ja auch sein. Ist halt immer unterschiedlich. Schön gemacht hier. Und ja, ich glaube, den habe ich gedippt hier mit dem Thorsten. Ich wollte unbedingt den einen Stern noch haben, auch wenn wir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon gewonnen haben. Aber letztendlich muss ich solche Geschichten hier auch nach wie vor ulmen. Ich wusste, dass hier unten die ganzen Tesla stehen, weil ich den mit dem 13er schon angegriffen habe. Und dann kann man das natürlich nachspielen oder sollte man. Gerade wenn schon mal ein Stern oder zwei Sterne auf einer Base sind, sollte man sich den Angriff von vorher wenigstens angucken, um zu bewerten, kann ich diese Taktik wiederholen, die mein Kollege vorher schon gemacht hat, oder machen wir das nicht. So, jetzt bimmelt's hier. Okay, das war nur mein Mercedes meldet mal wieder offene Türen. Da kriege ich heute Morgen eine Klimaanlagenreinigung, denn auch da habe ich nie so dran gedacht, dass im Moment die Klimaanlagen in den Autos unheimlich stark benutzt werden. Und meine stinkt jetzt schon so ein bisschen. Gerade morgens, wenn es losgeht, dann müffelt die schon ganz gut durch. Und deswegen habe ich mich heute Morgen mal zu einer Reinigung entschieden. Sollte man jährlich eigentlich machen und alle 2 Jahre auch die Kühlflüssigkeit wechseln. Ich habe das, ich weiß nicht, das sind so empfohlene Sachen, aber das habe ich bisher nie so richtig machen müssen. Allerdings haben wir auch noch nie so eine extreme Dauerphase gehabt, wo man wirklich sagen kann, dass es ja wirklich am Stück irgendwo warm ist, heiß ist, nicht regnet vor allen Dingen. Nicht regnet, das ist das Schlimme. Wenn es wenigstens zwischendurch mal regnen würde. Weißt du, im Sommer, früher waren die Sommer verregnet. Ich weiß nicht, wer noch nicht so alt ist wie ich. Also früher waren die Sommer auch gerne mal verregnet. Da hatte man dann 6 Wochen Ferien und davon hat es 4 Wochen geregnet. Heute, glaube ich, ist das ganz, ganz anders. Ich glaube, der Klimawandel hat da einiges mit zu tun, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und denn die letzten Sommer wurden immer wärmer und immer länger oder anhaltender.
warm mit immer weniger Regen. Und ich glaube, das würde jetzt heute auch überhaupt keinen jucken, wenn es jetzt mal so richtig abschütten würde. Ein bisschen, ich glaube, da würde heutzutage keiner mehr sagen, ach, ey, es regnet. Ja, oder es regnet ja schon wieder. Kann man ja gar nicht sagen. Heute sagt man, endlich regnet es mal wieder. Kaum zu glauben, aber wahr. Okay, ich wollte euch zumindest mit einer schönen Mittwochsfolge den Mid-Clash versüßen, so will ich es mal sagen. Und deswegen wollte ich auch den Zwei-Tages-Rhythmus hier bei meinen Videos ein bisschen einhalten. Immer so ein bisschen Clash of Clans. Also so ein bisschen was von vielen. Und wo wir schon dabei sind, Leute, machen wir immer oder eigentlich ja fast immer einmal so einen Live-Angriff. Ich glaube, ich hatte in letzter Zeit ja mal eine Folge, wo ich keinen Angriff gemacht habe, ist natürlich immer, ich meine, wir spielen Clash of Clans und machen keinen Angriff, das geht eigentlich nicht. Den könnten wir fast mitnehmen, ich bin ja mit dem Avatar hier durch, also die Frage ist auch geklärt von dem einen Clanspiel, die beiden Buildings bekommt man nur, also die Aufgabe für Nob ist erfüllt, wenn man Max Rathaus 14 ist und kann gar nichts mehr updaten, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Was haben wir am Start? Oh, wir haben den Sugi am Start. Okay. Dann gehen wir doch am besten mal da rein. Ja, gehen wir mal am besten da rein. Warte mal. Wir gehen mit dem vor. Zack. Mit denen hinterher. 1, 2, 1, 2. Och, die gehen daher. Okay. Die gehen daher. Alles klar. Dann können wir das mal so machen. Und ja, wir spielen eigentlich Clash of Clans und so soll das auch weiterhin sein. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich hier die Truppen mal ein bisschen wute. Also ohne, dass sie die Fähigkeit ausspielen, King und Queen schon mal. Man muss sie einfach nur laufen lassen. Jetzt ist der Adler schon mal weg. Man muss sie einfach nur laufen lassen. So, da geht auch noch was weg. Und jetzt können wir eigentlich schon von hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das muss ich auch immer üben hier. Den nehmen wir auch mit rein. Der steht sogar richtig. Ihn hier mit dadurch. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, mit den Zaubern tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, muss ich sagen. So. 1, 2, 3. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr PS machen. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut an der Stelle dort. Da muss ich hier doch mal ein bisschen abfrosten. Okay. Ach, der ist ja noch nicht mal aufgegangen, der Ballon. Okay, alles klar. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Und hier unten haben wir noch was vergessen. Nein. Gut. Und haben sogar noch einen Zauber gespart. Perfekt. Entschuldigt bitte, dass ich gerade ein bisschen leiser geworden bin. Aber ich brauchte hier die Sterne. Ich glaube, ich brauche 6 Stück für das Clanspiel. Und kann mir die beiden Zauber jetzt auch schenken. Sehr schön, ist ein bisschen was übergeblieben. Ändert aber nichts am Ergebnis. Es sind nicht 108% dann nur, weil man zwei Zauber aufgehoben hat, sondern 3 Sterne. Perfekt. Sehr schön. Kann ich mehr Quick Train, weil ich die Super Mauerbrecher nicht mehr habe. Die habe ich eigentlich immer. Zack. Und ich glaube, die kommen jetzt ein bisschen doof an. Ne, passt. Eigentlich passt es nicht. Eigentlich passt es nicht, aber können wir ruhig so lassen. Können wir ruhig so lassen. Und dann können wir nochmal anfordern hier. Ach nee, wir haben die Clanburg ja gar nicht gebraucht. Okay, dann haben wir natürlich, ja, so passt es. Ne? Ein Ballon kommt nach, alles klar. Ja, manchmal muss man auch gucken. Okay, ich gehe jetzt in den Clan Free-to-Play, wird da mal ein bisschen Clan-Spiele nochmal ein bisschen mitspielen, um mich da mal ein bisschen umzuhören und vielleicht auch mal wieder einen Clankrieg zu starten. Jetzt geht hier mein Telefon, jetzt muss ich aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt eine nette Restwoche. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto. Clashed.